Ja, ich denke auch, richtig. Ja, ja. Ich denke auch, Sind noch genau. Slots frei? Ah, jetzt sitze ich drauf, ist egal. Du brauchst ja bloß entfolgen, dem läuft Genau. er nach Hause. Genau, Und dann läuft dann der nachher, wenn man aus der Rendering-Distanz ist, die nach Hause. Viecher. Es ist ein saudämliches mit dem Zugreifen, ehrlich. Da öffnen. So. Sind aber Viecher und nicht hier. unbedingt die Nee. Viecher. Nehmen erstmal nochmal auf Folgen bei dir. Nicht unbedingt nur die Viecher. Kann sein, dass wir sogar was Schwereres haben. Wenn ich hier Viecher wiegen gucke. 50. Ja, ich habe. Okay, Katzenfell wiegt 35. Wo ist denn das 500 Sekret? Da ist 500 Sekret. Mit die Rüstung kann ich auch immer in 5 lassen. 25. Oh, wow. Okay, die Rüstung wieder in meinen Köder. Ich pack meine. Ja, die Tiere wären auch ersetzbar, das stimmt schon. Aber epische Rüstung halt nicht, ne? Na, was nun? Was nehmen wir, packen wir rein? Ich gucke jetzt absolut nach Gewicht. Also ich habe noch ganz viel Katzenfell. Ich meine, und unlogisch ist das auch nicht, ne? Pferde kann man auch nach Hause schicken. Die wissen, wo zu Hause ist. 46 Kilo wiegt das Chitin. Yo, das ist fast eine Rüstung. Rein damit. Wenn du noch Chitin hast. Nein. Ich glaube, jetzt wieder die Alter. Rüstung alle auf Tasche. 5 Kilo wiegt nur die Seide. Die kann ich im Notfall an mich nehmen. 25 Kilo wiegt das Sekret. Das volle Stack 500. Kann da auch wieder rein. Weil die Rüstung wiegt nur 20. Nur ist gut, aber wiegt halt 20. Das Futter könnte man hier wegnehmen, um noch ein weiteres Stack reinzukriegen. So schnell verhungern die ja nicht. Eisenbarren haben wir hier noch drin, ich habe auch noch Stahlbarren. Ja, tu mal wieder rein, die nehme ich jetzt auch. Ich nehme erstmal alles an mich und dann gucke ich mal. Ich mache Sortierung über Gewicht und dann gucken wir einfach. Sortierung, individuell, nein, nach Gewicht, absteigend. So. Für 56 Kilo wiegt das Leder, perfekt. 44 Kilo das, okay. Das wiegt 35 Kilo, Hardcore. Nehme ich die Rinde weg, so viel Futter brauche ich nicht. Nochmal 35 Kilo, fertiges Leder, Alter. Ich bin jetzt bei 83 Kilo, viel besser wird das nicht. Die Rüstung sind wieder mein Pfiffi. So, und jetzt kann ich meinen Pfiffi laden. Genau, da kriege ich nochmal zwei Rüstungen rein. Mach das hier schön nach Gewicht. Kriegst du? 10,75. Ab jetzt habe ich nur noch leichte Sachen. Wow. Okay. Sind wir Interessant. 61 Kilo. 63, ja. Und mein Hund hat noch 5 Slots. Meiner ist voll, den Rüstung. Okay. Dann, lass doch mal die Rüstung vielleicht direkt anpassen. Mal gucken, vielleicht. Ah, wir haben jede Menge Brustpanzer. Such dir die besten raus, die meisten Haltbarkeit haben. 234, 236 und 136 könnte weg. Warte mal, ich nehme die mal, ja? Weil bei mir sortieren. Acht auf die Haltbarkeit. So, ja, habe ich vor. 228, 136, 228. Bei 34, 236. Da haben wir nur das, das, das und das. Jetzt hätte ich noch zwei, die ich weglüppeln könnte. Aber solange es geht, lege ich sie in meinem Hund. Weißt du, was ich meine? Und das werden wir bestimmt noch nachfüllen. Yusuf, dann ist den Hund voll. Nee, du brauchst immer ein Stack frei, um dich im Notfall schnell entladen zu können. So, dann hat dein Hund die Rüstung. Ja, ich ach du Heiliger. Ist ja noch eine. Okay, ich muss noch mal ran. Okay. 236, 228, 234. Die werden auch noch okay. Die werden auch noch gleichzeitig nach Haltbarkeit sortiert im Inventar bei Gewicht Leck. Schön. So, dann hast du jetzt ein Slot auf jeden Fall War da frei. nicht noch eine mit 234? Bei 34. 236 Ich hab's. und 228 hast du jetzt. Also 136 geht raus, 173 geht raus, 34.
28, hast recht. Wenn, dann behalten wir die mit den höchsten Haltbarkeit. Ja, klar. Aber eben meinem Hund, wenn wir sie mitkriegen, kriegen wir sie mit. Wir wissen nicht, wie gut sie sind. Oder vielleicht auf der Reise können wir mal die Bus tauschen oder sowas. So. Metall in meinem Hund, dann ist das Schwere in meinem Hund. Du brauchst mindestens einen Slot frei, um im Notfall mal was reinschmeißen zu können. Und im ganz schlimmen Notfall wegen dem Gewicht kannst du auch sein Futter rausschmeißen und kannst dann als zwei Slots schnell Zugriff. Was macht man eigentlich mit dieses komische 100-jährige Ei? Keine Ahnung. Kann ich die nie wegschmeißen? Ja, ja. Vielleicht die Deko-Dinger nehme ich ohnehin mehr mit. Nö, ne? Eisenpfannen, okay. Holzschalen, weg. Okay. Haben wir zu Hause schon genug. Ach, weißt du was? Ja, aber ich aktuell geht's noch. So lange schleppe ich's mit. So, der kriegt direkt eine Kiste von mir. So, dann habe ich auch. Bei den Kugeln weiß ich nicht. Die Kugeln, das sind Farbkugeln zum Beispiel. Farbe. Die können wir schon gebrauchen. Ja, und Tierkugeln. Richtig. Ja gut, Tierkugeln, das ist so ein Kampfzeug, weißt du? Schmeißt da auf den Boden und kannst das dann anzünden mit Brandpfeilen. Ob wir sowas nutzen? So, jetzt muss ich mal hier im Tier aufräumen. Lalalala. Ich hab hier noch 4 Heiltränke. Ja, Heilmixtur. Ja, ja, die können wir zu Hause lagern, bis wir die mal ausprobiert haben oder im Sie Notfall. Sie wiegen 7 Kilo. Well, ja. 4 Stück. Kannst du mir aber auch geben, wenn du willst. Ja. Kannst du mal testen, ich leg's mal einen Hund. Kannst du ein Ding mal testen? So. Ich bin wieder aufgeräumt. Alles ist soweit clear. Du hast einen Slot im Hund frei, da könnte man jetzt den Schlafsack reintun. Und dann im Notfall weiß man, wo er ist. Aber ich halte ihn lieber an mir. Jupp. Aufheben. Sollten wir nicht Ferserbetten einfach liegen lassen und einfach neue nehmen jedes Mal? Da müssen wir nämlich nicht ganz von zu Hause kommen. Ja, vielleicht eine schlaue Idee, wa? Ja, absteigen. Entfolgen einfach bloß. Ja, ja, ich weiß. Ich hab nur noch mal sicher gemacht. Ich wollte es genauso machen, wie wo sie nach Hause gelaufen sind. Ja, ne? Wenn wir die Betten liegen lassen, könnte Schlu sein. Kannst du dir ein neues bauen? Ja. Hast du auch noch eins? Ich hab schon. Okay. Ich mag gerade machen. Kann dann noch 2 basteln. Ich noch 3. Also passt's. Unser Perchmeter steigt ganz schön an, obwohl nicht dran rumgeschraubt wurde. Wir machen wohl jetzt die Sachen, die den Perchmeter rantreiben, ne? Das wird killen. So, ich bin ready. Achso, mach Folgung. Perch steht hier eigentlich auch... Oh, ich weiß, wie es noch sicherer steht. So. Den Stern kannst du es ja hier hinten nicht, das war ja ein Problem. So, nicht mehr folgen. Ich würde gerne mal zugucken, wenn es dich verabschiedet. Das wird passieren, wenn du außerhalb der Rendering-Distanz bist. Okay. Du kannst ihm ja auch nicht sagen, reite nach Hause. Nee. Na dann komm. Ich möchte auch gern wissen, was zu Hause ist. Unser Mainbett. Der Stall. Ja, genau. Wie heißt denn mein Pferd? Ich muss das mal benennen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wandert. Einfach ins Inventar und oben benennen. Pferd da. Jetzt so? Andi. Gut. Ne, Pferde nach Hause zu schicken mit vollen Satteltaschen ist nicht ungewöhnlich. Die wissen, wo zu Hause ist. Damit man es eventuell auf der Karte sieht. Mache ich es mir mal sichtbar. Aber viel können wir eh nicht mehr erkunden, also werden über kurz oder lang wirklich nach Hause müssen. Okay. Es ist so geil, wenn wir endlich 50 sind.
Katzenhaut ist auch sackgeschwer. Ich muss mich mal eben verbinden. Pack die Katzenhaut in meinen Hund. Aktuell geht's. Machen wir später. Aber wir sollten noch Metall mitnehmen. Bis der 1000er-Slot auch voll ist. Weißt du, was ich meine? Damit sich das lohnt, dass man da einen Slot für 43 Stück verballert. Katze? Es schwirrt immer noch. Das Gras. Oh, schon wieder ein Level up. Katze? Ich hab mich gar nicht erst eingemischt, weil bevor ich das Messer weggesteckt habe, geht's eh weiter. lass mich mal eben Talente, Attribute, 8. Oh, ich komme dem Ding immer näher. Dann ist egal, ob wir Hunde oder Pferde dabei haben. Ich muss da nur stundenlang im Inventar wühlen. Liegt jede Menge Kohle rum. Die wir aktuell nicht brauchen. Weil wir da gerade keinen Slot für haben. Sonst würde ich sie ja mitnehmen. Aber Metall müssen wir auf 1000 voll machen, sonst lohnt es nicht, den Slot im Tier zu belegen. Laufen wir noch den richtigen Weg, den du angesagt hast? Ja. Western Pass. Ach, schon wieder eine Katze. Babykatze. Mitnehmen. Und was taugt, taugt so was? Absolut. Ich fand die Katzen jetzt powertechnisch echt nicht schlecht. Also die Wilden, mal gucken, was die Gezähmten machen. Müssen wir mal gucken, aber wenn sie gut sind, bereuen wir es, dass wir nicht mitgenommen haben. Die Jaguar-Junges. Genau. Wenn sie gut sind, ärgern wir uns, dass wir sie nicht mitgenommen haben. Ich meine, der Puma, oder was war das? Der Lux ist ja auch nicht so schlecht. Western Pass. Sollen wir mal noch ein paar fahren? Na, der Lux war ja auch nicht super scheiße. Okay, die Steinhasen sind kacke, aber... Warum habe ich meine ja nicht erst ausgepackt? Aber die Luchse waren ganz okay. Griffi? Mein Hund ist weg. Einfach weiterlatschen, wie gehabt. Und dann hier zurückbeordern. Einfach E gedrückt halten und auf zurückbeordern gehen. Da oben ist ein Dorf oder so, rechts. Definitiv. Das ist. Jep, ein Dorf. Sollten eine Bettstadt ablegen. Aber da wir ja die fetten, geilen Hunde haben. Ich will trotzdem Bett liegen. Ja, ja. Da können wir näher ran. Und müssen nicht so weit weg. Hier ist ein schönes Plätzchen für ein Bett. Ja, moin! Lul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 u. Kulans Outpost. Oh, ein Zwinger. Find Ahikien Outpost. Okay, neuer Wegpunkt. Okay, Freedy. Oder auch nicht. Nee, nee. Ich dachte Freuden. Also es wieder. Hat jemand geschrien, aber... Ja, okay. Da ist wieder ein Ding. Ja. Den werden wir wohl nicht kriegen können. Zieh ihn weg, der folgt dir. Ja, okay. Er folgt. Ich schnapp mir mal den Bogenschützen. Aua, das ist so viele. Okay, der Träger ist schon down. Der Hund okay, hat geklärt. Der Hund. Die sind stark. Die setzen selbst den Hunden zu. Aber nehmen gut Schaden vom Schwertchen. Ja. Leer ist er.
Weil mit dem kleinen Schwert komme ich da nicht wirklich durch. Hast du noch den Knüppel mit? Ah, mit dem kämpfst du, glaube ich, ne? Nee. Nee. Mal ausprobieren. Ich glaube, den habe ich zu Hause an der Wand gehängt erstmal. Ehrlich? Uff. Wir sind ja noch zu ihr. Gleich mich extra an und Andi läuft direkt rein. Na gut. Sind nicht die Schwerte, die den Schaden machen, sondern die Hunde. Oha. Ich hab sie dann mal zweigeteilt. Und soweit leer. So am Holzstapel. Rechts von dir. Kombi? Hasso und ich passt. War nicht übel, Hasso. Was gab's denn bis hierhin? Der dämliche Oha! Hykanischer Plünderung-Brigant hier. Guck mal hier. Equip a Raider of Armor Piece. Und sofort? Das ist Wintergeschichte. Ich leg's dir mal hin. Sieh mal an. Hat sofort was freigeschaltet. Du bist überladen. Ist ja egal. Oh, okay. Sieht sogar gut aus. Ich hab was gehört, aber nichts gesehen. Okay. Jetzt. Wieder hinlegen und wieder weg. Doppelschwert aus Stahl habe ich gekriegt von irgendjemandem. Okay. Der Ding wiegt 30 Kilo, läuft. So. 79 verwitterter Atarium wieder. Ansonsten sehe ich aktuell nichts. Ich habe hier unsortiert. Nö. Irgendwer hatte das Katzenpferd. Ach nee, das hatte das Pferd. Okay. Aber hier ist nur ein Slot frei. Naja, das weiß ich. Der ist der Notfallslot. Ich habe, es passt schon alles. Ist alles gut. Oh, ich glaube, da unten geht es gleich weiter. Aber erstmal Kisten plündern. Ich mache mich erstmal wieder leer. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Die Kessel, die nehme ich aber mit. So was haben wir noch nicht. Okay. Sieht zwar aus wie eine Wasserpfeife. Lexier der Macht. Brauche ich nicht. Das will ich auch bauen können, verflucht. Wir haben hier komische Musik. Wo bist du denn hin? Geh nicht da runter. Ich stehe hier immer noch. Okay. Okay, ich habe noch ein paar Kisten geplündert. Oh, nachhaltiges Festmahl. Nicht schlecht. Noch ein paar Ärmchen für meinen Pfiffi geholt. Knochen. Muss schon wieder suppen, ne? Was, suppen? Ich muss mal wieder trinken. Das heißt, so. Aber ich habe Würmer. Jetzt hau ich mir erstmal Würmer in den Kopf. Mir sind die meisten nämlich schon vergammelt. Ja. Geht ganz gut. Wir mussten noch fressen, damit du voll bist. Ja, ganz viele. Aber das lohnt. Die haben ja Pferde, die Schweine. Können wir den Weg darunter folgen? Betten wieder aufnehmen, oder? Nö, nö. Würde ich jetzt nicht, also. Der hier. Wolf? Bin auf dem Weg. Die haben Wölfe. Warte mal, kann ich hier die Wasserflaschen auffüllen? Ja, kannst du. Echt? Ja, an dem Brunnen kannst du Wasser auffüllen. Wie macht man das? Ganz dicht dran stellen und den Sack benutzen. Oh, okay. Okay, dann haben wir wieder genug Wasser. Trotzdem können wir ruhig Würmchen zwischendurch frittern. Die gehen ja nur kaputt. Die geben ein bisschen Food und ein bisschen Wasser. Aber wenn du so 5-8 Stück isst, ist doch in Ordnung. War irgendwo zum Lernen? Nee, nichts gefunden. Und Gewicht haben die jetzt auch nicht viel, ne? 50 Stück wiegen 5 Kilo, kann man nicht meckern. Steht bei dir hier irgendwo... Ach du, du bist schon weg. Halt, jetzt interagieren. Hier liegt noch ein Buch. Ja, hast du doch eins gefunden. Ich komme. Talent erlernt, Kochspezialitäten 5...
Hier. Ist sie, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich will auch kochen. Hier am Grill. Hier ist ein Buch. Lul. Und ist bei dir hier ein Schwert oder sowas? 5. Nee, hast du schon aufgehoben. Okay. Hast du in Inventar gekriegt, das Schwert? Ah, okay. Ich dachte, war zum Lernen. Nee, so war es auch mit meiner Spitzhacke. Wir haben hier echtes Werkzeugloot versteckt in der Mod, die du aufheben kannst. Ist voll genial. Da habe ich auch diese Spitzhacke, ja, weißt du, die habe ich noch nicht gelernt. Axt und Spitzhacke in einem. Mhm. Aber das Doppelschwert, das haben wir ja schon. Aus Stahl. Aus Stahl oder gehärtetem Stahl? Was ich nämlich zu Hause habe, ist nämlich gehärteter Stahl. Und das Doppelschwert Ding aus Stahl. Okay. Haben nee, wir haben Eisen. Ich habe Stahlsachen gelernt, naja, aber das ist gut. Guck dir mal den Damage an. Wo bist du denn? Hier unten wieder. Am Weg. Hier gehen nämlich mehr Zäune lang. Das ist richtig schick gemacht. Aber hier sind wieder Katzen. Ende. Okay. Das sind aber komische Katzen diesmal, die im größeren Kopf. Jetzt sind die Luchse. Ah ja, super. Hier oben, auf dem Hügelchen. Ich habe auch eine vor mir. Cool, die ist nicht zugänglich, obwohl ich davor stehe. Die ist für Getreue nicht zugänglich. Ach, das ist ein Ast, verdammt. Super aufgestiegen. Was wird aufgestiegen? Ich. Level? Ja. Da liegt noch einer rum. Immer alle auseinander, was soll das? Aber. Ja, die gehen schnell. Wenn du die von der Ferne befehligst, die Hunde, dann treffen die auch. Dann sind die so schnell down. Guck eher, ob hier irgendwo noch sogar Kleines rumrennt. Wir haben 2 oder 4 davon. Ja, von den Luchse haben wir gar keinen mehr, nur noch 3. Okay. Meiner ist doch Verschüttigung. Ich muss aber das Katzenbaby loswerden, weil ich auf Tasche habe. Katzenbaby? Bist du voll? Komm her. Wiegt 50 Kilo. Hier, komm her. Pack ich bei mir in den Hund rein. Ja gut, wenn du da noch Platz hast, sonst hättest du meinen machen können. Der hat nämlich 6... Ach, siehst du, ich habe das Ressourcenpaket nicht aufgemacht. Das lasse ich auch zu. Das wiegt nämlich nur 5 Kilo. Und da kommt immer so 1000 raus oder so. Na eben so 1000 Holz und... Also in Geschichten. Wir müssen hier unten lang, weiter nach links. Müssen erstmal dahin, wo wir die Luchse gekillt haben, damit wir ein Luchsbaby wiederfinden. Machen wir eben die Heilomaten. Da oben ist Eisen. Okay, dann mache ich Eisen und guck du mal nach den Babys. Hier ist gerade gar nicht. Kein Eisen. Hier oben auf dem Berg, wo ich bin. Damit sich halt das lohnt, ne, das Deck auch voll wird. Mhm. Können wir die 63 auch wegschmeißen, das wäre auch doof. Und guck du mal nach dem Luchsbaby, da wo wir die Luchse gekillt haben. Unten ist eine Steinnase. Sieht die verdammt nach Boss aus, nehme ich an. Oh, das würde sich lohnen, dem Mondblut. Der ist hell. Müsste man nur kann mich aber auch täuschen. Müsste man zu Fuß runtergehen, den angucken, Q drücken, dann weiß man, wie viele Köpfe der hat. Ohne Hund am besten. Kann ich ja gleich machen. Ach, weißt du noch, wo das war? Wo das mit in der Lava ach, mit den. Zwei. Wo das in der Lava mit den ganzen epischen Waffen war? Ja. Da könnten wir uns nochmal durchfetzen. Da gibt es bestimmt wieder neue. Ja, der Iron Post, den man hier. Richtig, ja, irgendwie so. Hm. Ach, ich hab's ja extra, glaube ich, markiert, ne? Genau. Hab ich's markiert? The Mine, Seide. Dettel. Waffenschmiedmeister, genau da war das. Da ist auch gleichzeitig der Zettel. Und das war auch irgendwie Level 50, also würde es sich lohnen mit 50 nochmal dahin? Ich meine, ich brauche die beide auch bloß anballern. Und dann? Wenn es ein Dreikopf ist, auch, stehen wir. Was das ist. Versuch's. Aber hier unten ist nämlich auch Eisen. Ich kann aber auch einfach runterdackeln. Normaler. Der dunkle.
Der andere ist genauso, identisch. Ja. 40. Dann können wir runter. Die klopp ich aber nicht. Sieht anders aus. Na, meiner ist hin. Ich wollte meinen Hund da drauf, weil ich will mein gutes Schwert dafür nicht zerkloppen. Ganz einfach. Will ich nicht ein. Da ist ein Boss. So wie der aussieht. Nö, der hat nur 36 HP. Der hier? Ja, der da. Ich kann glauben, ich sehe die HPs. Okay. Na dann. Also wenn wir bei jeder Tour sagen, wir nehmen mindestens... Oh, der ist schön, der gibt Eisen. Wenn wir sagen, bei jeder Tour, wir nehmen mindestens ein Stack Metall mit, haben wir eigentlich nie wieder ein Metallproblem. Mm. Dann nicht mehr so schnell. Na, ich gehe wieder durch den Bogen hier. Gucken, ob ich da hinten jetzt eine Katze finde. Pass auf dich auf. Kannst hinterher kommen, wenn du magst. Ja, ich hole nur noch ein paar Eisenklumpen. Die 1000 sind noch nicht voll. Ich habe schon wieder Kleinnasen, eine schwarze, eine grüne. Eine grüne? Ja, egal. Zack, erstes down. Der Hund, wow, die sieht ja geil aus. Die sieht ja geil aus, eine Kristallsteinnase. Wow, war die hübsch. Das war jetzt unnötig. Jupp, und die gibt auch Kristall. Wie geil ist das denn gemacht? Die sind unterschiedlich und geben auch die Rohstoffe, wenn du die abbaust. Das ist nice. So, was sind nicht mal die Entwickler gekommen. Das? Mal reintun, das ist eine Mod. Man darf nicht vergessen, das ist eine Mod hier, ne? Hat man keinen Cent für bezahlt, es sei denn, man donatet was. Das ist Wahnsinn. Wo ist denn mein Köter? Hast du keine Aufmerksamkeit? Bisschen Metall noch und dann ist das geschafft. Das Deck voll, damit sich das auch lohnt. Ist alles voller Katzen hier oben. Außerdem ist das besseres Metall. Es ist schließlich importiert von weit, weit weg. Hm. 884. Nur ein, höchstens zwei Klümpchen, dann habe ich. Der schwarz, das ist garantiert wieder ein Kohle. Lass ich da mal machen. Schöner Wasserfall hier. Jupp, das sind dann Kohlefuzzis. Geil. Bin eine Mucke, was ist denn da oben? Eine Steinnase, die headbangt, okay. Achso, dann haben wir unser Schäflein für heute voll. Wir haben es voll. Perfekt. 1000. Na bitte. So, pups. Autorun, Map. Gucken, wo Andy ist. Andy ist da, ein bisschen links und dann haben wir es. Naja, sonst lohnt sich das ja nicht, einen Slot zu belegen. Und im Notfall kann man immer noch wegkloppen, also. Nehmen lieber eine Rüstung mit als 1000 Metall. Jupp. Das okay. Problem. Bisschen mehr links. Also kommst du. Also willst du trinken? Nix.
genau hier sehen, wo ist es hin? Ausdauertränke sollten wir uns mal machen. Das wird wahrscheinlich eine der wichtigsten Anschaffungen. Uff. Und wieder fast vom nächsten Level ab. Holy shit. Die Katzen und Steinnasen geben EP bis zum Abwinken. Also ich gehe gleich wieder ins Steinnasengebiet. Drei Steinnasen, mein Level ist fast voll, Andi. Okay. Katze, Miete, bitte, Katze. Lux? Weiß ich noch nicht. Bult, da oben, ja, Lux. Ja, du bist da unten. Ach, auf dem Weg zu dir. Ja, hier oben geistert irgendwo eine Babykatze rum. Du bist hier. Ah. Ach, du hast die Luchse schon gekillt. In die Etage tiefer ist nur eine. Rechts von dir unten. Die war gerade hier. Hast du die auch gehäutet, ja, ne? Ja. Gut. Hier sind tolle Blumen, die nehme ich mal mit. Die Mitternachtsbumpels. Das sind die langen, die hier stehen. Da haben wir fast nichts von zu Hause. Und ich glaube, die vergammeln. Nee, die haben keine Haltbarkeit. Das ist eine Mittel- und eine Zutat, weißt du? Das ist... Hm. Müssen wir auch mal mitnehmen. Wiegen nix. Und die gibt's auch noch in Gelb. Und wenn du Glück hast, gibt's hier mal Hopfen. Ich glaube, es ist jetzt nur Gärmittel gefunden. Beim Sammeln? Ja, können wir Bier machen. Gelbe Blümchen. Dann müssen wir uns auch ein bisschen was reinkarren. Ja, hat es eine Haltbarkeit? Weil wenn ja, lohnt es nicht. Nein, auch keine. Ist eine einfache Zutat. Ja, während du Katze suchst, kann ich im Dunkeln ein bisschen Gärmittel und Nachtschatten-Ding. Ich mach dasselbe. Ich sehe die Katzen ja sowieso meistens nicht. Keine Ahnung. Hätte ich auch mal Metall gefunden, ne? Frohes Neues. Also, hallo, hallo. Hm. Ich weiß, wo der kleine Kackervieh hin ist. Stravenzte hier unten rum. Hier ist übrigens Wasser. Hm. Kannst du mal da hochklettern? Keine Ausdauer mehr, lul. Wollen ja alle was sehen, also an mit der Fahrt. Sag mal, verfolgst du mich? Die Katze. Ich fühle mich gerade gestalkt. Ja, egal, wir werden schon euch finden. Wir haben eh Nacht, also immer mit der Ruhe. Ich will auch noch diese Blümchen, die brauchen wir halt auch. Und die gibt's ja hier. Das dauert ja, da kommt man ja auch ein bisschen durchs Gelände. Vielleicht läuft einem die Katze dann vor die Füße. Mhm. Das Dörfchen schon wieder. Wir haben ja nichts gewonnen, wenn man die Ressourcen der Gebiete nicht zumindest halbwegs vernünftig mitnimmt, ne? Ja, klar. Ich glaube, das war schon. Ich finde kein Blümchen mehr. Haben die alle schon eingesammelt. Die gute Anni mit ihren schnellen Fingern. Gut so. Gar nicht wahr. Wir haben diese Ninja-Keyboarder. Das ist doch okay. Katze! Nee, Schnafnase. Die Kristalle, ne? Nicht, wo du bist. Guckst du auf Karte?
leider da, wo auch noch viel mehr Metall ist. Und eben habe ich mir voll einen abgesucht. Ist doch echt ein Witz. So hinter mir. Rennst wieder da in die Dingens rein. Ja, ja, genau. Zwei geholt, das ist aber ein Großkotz. Bin wieder in die Steinnasen reingelaufen, aber yep. Eine Steinnase gibt zwischen 5% und 10% Level Up, Andi. Okay. Bei dem hohen Level jetzt, also holy shit. Jetzt ist hier wieder verderbtes Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wo ist Andi? Drehen und laufen. Und wieder eine Steinnase. Okay, der war eine Luftpumpe. Ist aufgegangen wie ein Luftballon. Aber die musste dann auch selber killen, so wie das aussieht. Darf nicht der letzte Hit der Hund geben. Okay. Nee, ich will die rote da. So viel Grünzeug in der Nähe. Ah ja, Mitternachtspflanze. Nehme ich mit. Also, also. Danke. Such Andi. Such, Andi, such. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, ich bin aber auf dem richtigen Weg. Okay. Geh mit meinem Hund und töte alles, was mir vor die Flinte kommt. Ja, okay, Schwert. Ich gehe mit meinem Hund und mein Hund geht mit mir. Hallo, miese Katze. Und da ist das Level Up für die miese Katze. Miese Katze, was ist ein Hund? Sterngetreu ist hier aufgestiegen. Mein Hund fährt jetzt 3927, okay, sieht nicht rendert aus. Aber ich hab wieder ein Attribut und Attribut. Und das geht so langsam vorwärts. Ich bin erst zur Hälfte zu meinem Ziel. Kurz vor Level. Nee, ich meine immer, ich muss jetzt 9 Punkte für jedes Upgrade bezahlen. Und dann kriegen wir die verkackte Tasche und die hebt das Limit auf. Ja, dann hast du mich aber da liegen. Die Stufe aufgestiegen, weil mein Hund war die killt hat. Ja, ein paar Punkte kriegst du mit hier, Shadow DP, aber kill die mal selber. Also da müsste es ja hier auch eine Baby geben. Neun. Hey, Pfiffi, bleib hier. Was haben sie? Große Miezekatze, keine kleine. Bin überladen. Ist überladen, womit? Fell. Hast du ein Fell? Mhm, mhm. Aber das ist gutes Fell. Und dicke Haut gibt es daraus. Katze und gute, dicke Haut. Der braucht 209 Katzenfell, wiegt 27 Kilo. Und die Seide wiegt 5 Kilo. Ja, machen wir eine kleine Tauschung. Danke. Ich bin bei 200 Fell. 25,87. 209 habe ich. Boah, ey. Den Teich muss ich wieder mal angucken. Okay, das war Teamwork, hast du? Gut gemacht. Okay, nichts drin. Dicke Haut und Katzenfell gibt es ja jedes Mal, das ist gut. Ich kann mich verbinden, während ich die Tasche aufräume, das ist doch schlau. Dann kann ich mir hier so ein Ding da reingödeln. Ja, ja, kriegen wir eh nicht durch, also schlürfe ich die jetzt leer. Okay. Achso, ich will gar nicht wissen, was du wiegst. Also,
Wow, das ist schon wieder Katze, oder? Ist das wieder so ein Baumstamm? Ne, ist wieder so ein dämlicher Baumstamm. Das ist absichtlich. So, Hasso, wo ist Andi? Du? Ah, da links. Komm mal, Hasso. Ein gutes Wuffi. Nicht du da draußen, alten Sabbel. Da oben ist schon wieder einer. Gar kein guter Wuffi. Der hat echt nichts beigebracht gekriegt, der Hund da drüben. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Hier ist immer eine Katze. Und wenn ich hier hochkomme, läuft ein roter Hund weg. Wollt ihr mich... Bin hinter... Ach, ein Tiefer. Jetzt. Ja. Okay. Dafür habe ich hier wieder drei Katzen. Immer, Karius. Denke ich erstmal, wollen wir mich verarschen? Ich sehe da immer die Katze, komm da hoch, roter Hund läuft weg. Kann doch nicht wahr sein. Wieder ein paar Würmer reindrödeln. Hier so eine richtige All-in-One-Mahlzeit. Gibt Essen und Trinken gleichzeitig. 250 Katzenfell. Bei 52. Ne. Mit Nachtschatten und so aus. Gärmittels. Wird ein Akt mit dem Gärmittel. Hat jetzt schon. Aus Bier machen willst, wirst du bestimmt mehr brauchen. Du kannst ja nicht anbauen und so. Hier ist Anbauen sowieso nicht möglich. Richtig gut. Ist immer so 1:1. Hier ist der Schlüssel zum Erfolg sammeln. Naja, Jäger und Sammler, ne? Also, ich kenne jetzt Mitternachts blaue Blume 30 und Gärmittel 34. So einen Huni sollte man schon zusammenkratzen, wenn man schon mal hier ist. Also nicht pro Mann insgesamt, meine ich. Katze. Wir können doch jetzt durch das Gasbiom da, ne? Wir haben ja jetzt die Masken. Aber der Pfiffi kann nicht durch. Doch. Ich glaube nicht, dass da ein Effekt drauf ist. Also diese Bäumstämme, ne? Die triggern mich schon, seitdem ich sie gesehen habe. Ist ja wieder da. Ist aber nur Holz, okay. Na, Ken? Toschchen. Der da unten. Nicht weglaufen. Da wird wieder ein Hunni. Ach, du bist hier. Ich wollte schon sagen, schon wieder dieser rote Hund, der mir immer die Tiere vor der Nase wegkillt. Aber du bist das. Und der hat ja nicht gekillt. Klar. Der hat ja nicht gekillt. Das war ja was anderes. Der war ja eine Stufe tiefer. Aber kein kleines gefunden. Bin ja noch nicht durch, also. Die zwei Blumen sollten wir hier insgesamt auf 100 auf jeden Fall noch bringen, damit sich der Stress hier auch lohnt.
Da gibt's Wildschweine. Bin bei Gärmittel 31, Mitternacht Blau bei 20. Ähnlich wie ich. Clown, ich weiß, haben wir den Kill. Zieht euch. Da ist noch eins. Schwein mitnehmen? Weiß ich nicht, kein Platz mehr. Okay. Also, aber Leder, ne? Leder immer. Ach, das hat... Ah! Oh, das ist gutes Hundefutter. Wenn du die mit dem Messerchen abbaust, kriegst du keine Schweinekeulen, sondern du kriegst die schmackhaften Filets. Die oben sind Schweine und Katzen. Ja. Noch kann ich ja vom Gewicht. Oh, Pilz. Pilz. Hier, geradezu von dir. Mittel. Babykatze. Hab sie. Bin zwar überlastet, aber ich hab sie. Willst du hin? Ich hab die Babykatze. Bin hier. Wo tue ich sie hin? Inselux, Junges. Ein Hund? Hab ein Rüstungsteil rausgenommen. Ja, die Katze ist hier ist schwerer als die Rüstung, das stimmt. Jep. Ganz Großteil deines Katzenfelds mit meinem Stacken, wenn du magst. Habe ich schon. Also deswegen kriege ich nichts mehr rein. Gut, passt. Ich habe noch 28 auf Tasche. Was wiegt es? Kannst 364. Keine Ahnung, 364 Kilo oder 3,6 Kilo? Aha, also nur 3 Kilo. Meins wiegt nämlich schon 6. Super, Katzenjunges. Haben wir jetzt heißt es nur noch. Da lang weitergehen? Gärmittel habe ich 49 und 30 Mitternachtsblumen. Kannst mir deins alles geben, dann wissen wir, wie viel wir haben. Ja? Ja, ich bin da. Gärmittel, Mitternachtsblau. Also, ich habe jetzt einfach nur mal so eine Zahl festgestellt, aber 140 nicht schlecht. 50 Mitternachtsblau, 82 Gärmittel. Das sollte doch noch machbar sein. Klar. Und ob wir es brauchen oder nicht, dahingestellt, aber Gärmittel bestimmt. Du kannst ja hier Bier machen und so, das ist sehr mächtig sogar. Rennt da am Gärmittel vorbei. Ja, weil ich das hier gesehen habe. Aber das gab nur Pflanzenfaser mal wieder. Gärmittel ist hoch, alles voll. Na super. Wie Andi auch beim Vorbeilaufen schwirren zieht und so, voll krass. Liegt aber nur hier in dem Biom und das Gras. Ja, die Karte. Nein, nein. Woanders habe ich das nicht. Nee? Nee, nur hier. Böse, böse Miezekatze. Ein Luchs reicht uns. Brauchen keinen weiteren mehr. Danke. Hier hat man auch gut Wasserverlust hier, ne? Ich glaube, die haben das im Starterbiom nur reduziert. Geht aktuell. Ja, aber ich habe eben erst, ne, ist noch nicht so lange her, wo ich mir die Würmer reingepfiffen habe. Jetzt brauchte ich wieder, weil ich auf halb wieder war. Oh, kommt Wölfe von. Wölfe? Ja. Nein, jetzt nicht nur Wölfe. Die Babys können wir gar nicht Nein, wegkriegen. Die bringen gar nichts. Weiß ich nicht, ist ja sind Hunde. Besser. Aber es gibt dann wieder Wolfsfell, Wolfsjungen. Wir sind eh schon Besteckrank voll. Dann lieber wiederkommen. Wieder ein Pferdebaby? Oh ja, die nehmen wir mit. Okay.
krall ich mir das mal. Verladen. Ich habe auch eins. Upp, upp. 41, wiegt die Maske 66. 19 wiegt die Brust, die ist am leichtesten. Ups. 5 Kilo die Schuhe. Nee, ich habe keine Schuhe in der Tasche. Oh, Schwein. Na, zu Hause sind ja jetzt die nächsten Pferde fertig und dann können wir die dann wieder reinschmeißen. Perfekt. Alles klar. Bauen wir uns irgendwo einen Pferdestall auf, weißt du? Gibt vor allen Dingen Fell, ne? Das brauchen wir für Winterbiom. Und bleib hier, nicht zu den Wölfen. Na, vielleicht können wir aus denen das Fell ziehen. Brauchen reichlich Fell für Winterklamotten. Wenn ich das noch so richtig im Target habe. Aber ich meine, das war so, ne? Kann sein. Ja, die Wölfe sind hier unten. Da. 2 Stück. Und weißer. Mächtiger. Ich hab zum Angriff auf den Weißen geblasen. Normaler. Nee, ein Kopf. Ich bin tot. Ja, klar. Der killt uns Insta. Folgt mir jetzt nonstop. Und gleich hat er mich. Der Bettling. Kann ich nicht, habe ich nicht auf der Schnellliste. Und jetzt kriegt er mich. Die Hunde machen einfach nichts. Da runter. Jetzt hat er mich. Ja, und er hat mich. Die Hunde sind da los. Sterben. Den war los. Gut, man kann jedes Tier mit einem Retten-Button, glaube ich, nach Hause schicken oder so, aber dann hast du ewig lange Abklingzeit. Und wir müssen es mal durchziehen. Eben. Aber schaffen sie nicht. Du weißt, wie gut die treffen. Und da ist halt noch ein zweiter Wolf, der den Permadamage durchdrückt. Ich hab meinen Hund. Ich hab's recht weit weggezogen gekriegt, alles. Was Glück sein könnte. Ich muss nur meine Leiche finden. Aktuell nicht finde. Noch ein bisschen weiter in die Richtung. Dein Hund ist hinter dem Wolf hier. Ja. Dann geh doch aus dem Rendering-Distanz einfach weg und fertig. Will ich ja. Ja. Jetzt meine Tasche. Ich werde direkt wieder von dem weißen Superwolf attackiert. Du auch? Nee, ich bin weg. Okay. Ach, Hasse folgt mir nicht mehr, weil ich ja tot war. Das ist Kacke. Ich muss dem helfen. Der Wolf killt mich. Mein Hund ist fast down.
Folgen aktiviert und tschüss. Ich habe ihn auf Zurückkehren beordert und jetzt raus hier. Ach scheiße, noch ein Pferd. Versuch zu dir zu kommen. Also ich bin vom Totenkopfwolf bin ich weg, kein Problem. Aber auch die normalen Wölfe sind echt hart. Und noch eine Katze oben drauf. Jetzt läuft's. Wenn's. Bah! Okay, hast du was geklärt? Ja, Wächter. Wir sind nicht auf Wölfe vorbereitet und so, bringt nichts. So, hat aber einen gekillt, mal gucken. Ah, das gibt Wolfsfell, okay. Mein Hund braucht langsam Futter. Dass du die Menschen da geerntet hast, hast du meinem nichts abgegeben? Ich dachte, du hast. Na, ich tue immer, wenn ich ernte, sofort auf beide verteilen. Mit beide okay. Was haben. Ich hatte mal was, ja, jetzt habe ich noch drei. Ich verteile immer direkt für beide. Ich muss dich jetzt erstmal finden. So lang. Einfach, lass uns auf den Betten treffen. Da bist du doch, oder? Bin hier unten in der noch ein Hotte. Halt, stopp. Ich hab noch ein Pferd. Ja, ich hab auch noch zwei gefunden. Super. Noch eins in der Tasche. Bin aber überladen. Ja, ja, so ähnlich geht's mir jetzt auch gerade. Ist mir egal. Metall. Nochmal so. Drei neue. Richtig, ganz genau. Metall da rein, raus und das da rein. Hast du gerade was hier rausgenommen? Nee, hat weggefressen. Nein. Der Hund. Ich komm schon zu dir. Schweinefleisch ist besser als nix. Ja, der muss heilen. Der hat als längstes gekämpft. Deiner. Bei ihm was ja, raus. Deiner war ein Feigling. Nee, er hat jetzt erstmal. Deiner hat sich versteckt, der ist kerngesund. Nee, der hat nichts gemacht, weil ich tot war. Ich war auch tot und meiner kam, war Half-Life, als ich da war. Willst du noch Gärmittel haben? Hm. Ich hab noch 33. Ja. Hier. Ja, super. Richtig gut. Normale Samen, die schmeiß ich. Ist das Pferd zu Hause angekommen? Ich kann mich schon wieder bewegen, also ich habe jetzt zwei Pferde in der Karre. In der Karre, sag ich zum Hund, na egal. Der bewacht. Nö, nee, der ist immer noch da oben. Echt? Jupp. Ja gut, wir waren bei den Spinnen ja auch recht lange am Kämpfen, ne? Mhm. Wir haben über 100 Gärmittel jetzt. Aber Mitternachtsblau bleibt bei 50. So, wie ein Stück Rüstung rausgenommen? Hm. Hast du Pferde gesammelt, während ich da um mein Leben gekämpft habe? Ich habe dich gesucht. Ich habe dich gesucht und da sind mir die Kleinen über den Weg gelaufen. Andi, du musst dir angewöhnen. Einfach auf die Map gucken, da kannst du mich sehen. Hab ich doch. Okay. Da bin doch in deine Richtung gerannt. Okay, alles und gut. Und da kamen mir die entgegen. Uluns Outpost, da ist Dingens, Western Pass. Hier wird's echt böse. Das Jahr ist halt Eisgebiet. Weißt du, was hier in der Nähe auch war? Hm? Bossgebiet, Dungeon. Eine Herausforderung, echt? Ja. Dieses blaue Einhorn. Wir können nach Hause porten. Dafür sind wir noch nicht voll genug. Dann können wir zum Metall gehen und uns noch bis Anschlag voll klatschen. Oh, scheiße, Wölfe da oben wieder auf dem Berg. Links von dir.
normale. Der weiße ist ein Einkopfboss. Und die können ja nicht runterkommen. Denkst du? Scheiße. Oder sind die normal? Normal. Okay, sie kommen runter. Die können ab, wa? Down. Leute, die mal. Mein Holzmesser sowieso bald runter. Und ich bin auch halb down, so mal am Rande. War vorher was noch ganz fresh. Ja, habe ich alles. Hinter dir ist wieder eine Katze, eine große. Ja, die soll mich jetzt mal da besuchen. Wo aber Katzenfell haben wir hier noch. Ist gerade mal 34, 19. Ich habe jetzt ein kleines Ladeproblem. Machen wir eben nach Gewicht. Klar, okay, das ist... Ja, genau, Fell. Wie ich das Fell? Noch 16, noch weniger als die Rüsi. Was haben wir gesagt? Die Rüsi schmeißen wir sowieso weg. 173 Schuss. Ist ja. Die besten sind doch bei dir drin. Ja, teilweise bei mir in der Tasche jetzt. Hast du nicht wegklöpeln? Nö. Aber ja, dann lass uns doch noch... Hier ist so viel Metall... Mit Metall vollrobeln. Und dann können wir auf jeden Fall nach Hause. Dann soll es sich ja lohnen, oder nicht? Ja. Und dann kann ich erstmal meinen Gaul holen. Der kommt schon noch nach Hause, glaub mir. Kannst du auch über den Retten-Button machen, den hättest du ja jetzt. Wenn du zu Hause bist, drückst du den Retten-Button einfach mal. Weiß nicht, wofür der ist, aber ich glaube, der schickt die Viecher nach Hause. Nicht jetzt unterwegs. Weiß nicht, ob Nein. der hier kommt. Gut, dann nehmen wir noch Metall mit. Du weißt, wo das Metall ist? Nö. In der Nähe von unseren Betten. Ja, da müssen wir wieder zurück. Hört sich gut an. Die Richtung. Wo ich gucke, ja. Und Mitternacht blau und Gärmittel. Solange es geht, geht's. Aber jetzt nicht extra hier rumwurschteln, sondern... Kommst du hier hoch? Bitte? Gut, gehen wir da lang. Wolltest du da hoch, oder was? Weißt du nicht, was hier unten lauert? Das ganze Metall... Ach genau, das ist da an der Grenze zum Verderbnisbiom gewesen. Da habe ich eben ohne Ende Metall gehabt. Weiß nur nicht, ob ich wirklich so weit war. Das sah nicht so weit aus. Das waren nur so ein paar Meter. Ja, da rennen wir wieder auf die Wölfe zu. Dann müssen wir da lang. Deine Kehle ist völlig ausgedörrt. Jetzt nicht mehr. Klettern? Da ist doch ein Weg. Bin von Grund her zu faul. Hier sind überall Rehkitz, hier kann es nicht böse sein. Warten zu mir. Böse Miezekatze. Zwei? Drei? Jupp, zwei. Alle down. Wie kommen wir das Fell? Weil die geben auch dicke Haut. Katzenfell könnte dicke Haut geben, wenn man es aufschüttet. Den kommt das auf jeden Fall mit. Ist da jetzt einer abgehauen? Weiß nicht. Waren das, wie viel waren es denn jetzt? Ich meine drei. Zwei habe ich gesehen. Okay. Jupp, sind richtig. Ich muss gerade heilen. Ich habe halt, wie gesagt, alles in Schleppen. Du hast wahrscheinlich HP und so ein Zeug geskillt. Habe ich alles nicht. Ich bin nur über einen Punkt rüber und so ein bisschen. Über einen Punkt, also 8-9 mal gelevelt. 11 Punkte in Stärke, Beweglichkeit, 27 in Gewicht.
Muss gucken, ich bin zu schwer. Bin bei 85, ich kann was abnehmen. Ich muss nur gucken, ob ich Müll drin habe. Habe ich ganz viele Blumen. Oh Mann. Hier und hier. Das wird mir schon helfen. 87. Bist überlastet, sagt er immer noch. Okay. Ja, keine Ahnung. Kipp was ab. Nix, warte, mach nach Gewicht. Absteigend. 87? Da kann ich dir... Wow. Ich hab ja... Ja, das ist klar, warum ich überladen bin. 83 Kilo wiegt allein die dicke Haut, die ich dabei hab. Mhm. So, jetzt geht's mir bei 85% ganz gut. Alles gut. So. Da oben ist der Dorf.